Mein Name ist Brigitte Hölscher. Ich bin gebürtige Hamburgerin und habe in Hamburg über 25 Jahre einen eigenen Garten- und Landschaftsbaubetrieb gemacht. Da haben wir eigentlich alles gemacht, was man im Garten macht. Also von Pflasterarbeiten über Zäune bauen, Beete anlegen, Gartenhütten aufstellen, so alles, was halt im Gartenbau anfällt. Den habe ich 2009 aufgegeben mit dem Betrieb, weil ich mich nochmal umorientieren wollte. Und habe da ein bisschen Auszeit gemacht und habe während der Zeit eine Weiterbildung zur Gartentherapeutin gemacht und habe mich seitdem darauf spezialisiert, in Altenheimen Personal zu schulen, was man mit Bewohnern im Garten machen kann, um einfach Fähigkeiten auch zu erhalten und zu trainieren und natürlich auch entsprechend die Gärten dafür dann zu planen. Ja, darüber bin ich dann auch immer mehr zum Spezialist für Hochbeete geworden, weil in Altenheim gibt es eben die Hochbeete hauptsächlich, weil die Senioren sich einfach nicht mehr so gut bücken können. Und das ist ja bei den meisten von uns einfach das Thema, dass das Gärtnern am Boden einem mit den Jahren auch immer schwerer fällt, fällt mir also auch schon schwer. Sei es, dass man zum einen sich vom Rücken her nicht bücken kann, wer hat keine Rückenprobleme. Und das Zweite ist, dass es häufig dann die Hüft- oder die Kniegelenke nicht mitmachen, dass man eben in der Hocke nicht arbeiten kann. Und da ist eben das Hochbeet einfach prima für. Das Tolle an den Hochbeeten ist, dass man die Hochbeete da einsetzen kann, wo man normale Bodenbeete vielleicht nicht unbedingt einsetzen kann. Also wie zum Beispiel hier auf dem Foto auf der Wiese zu sehen. Da hätte ich, wenn ich jetzt ein normales Bodenbeet hätte, viel zu viel Probleme mit dem Unkraut, was mir von rechts und links reinwachsen würde. Das ist bei einem Hochbeet natürlich nicht der Fall. Ja, wie eben schon erwähnt, es geht einmal natürlich um das rückenschonende Arbeiten, aber es gibt natürlich noch mehr Vorteile, die so ein Hochbeet hat. Das wird auf eine bestimmte Art und Weise befüllt, da kommen wir dann später noch zu. Diese Befüllung sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass das Hochbeet im Frühjahr schneller erwärmt ist als ein normales Bodenbeet. In der Regel eine Woche bis anderthalb Wochen früher als die Bodenbeete, weil in dem Hochbeet immer eine Rotte stattfindet. Also Rotte ist ein Umsetzungsprozess, wie im Kompost auch, und das setzt eben Wärme frei. Der zweite Vorteil, der sich daraus ergibt, ist, dass ich im Hochbeet immer ein sehr gutes Nährstoffangebot habe, eben aufgrund dieser Umsetzung. Und das Dritte ist das, was ich gerade schon sagte, dass man eben ein Beet auch an Flächen aufstellen kann, wo man das sonst vielleicht nicht unbedingt kann. Ich habe bei mir zu Hause da eigentlich das beste Beispiel für. Ich habe ein gemietetes Haus und habe mit dem Haus eine 40 Quadratmeter Betonplatte geerbt, die ungefähr so eine Stärke hat, also die man auch nicht mal eben so da rauskloppt. Da war wohl früher meine Autowerkstatt drauf und das haben sie aber abgerissen, bevor ich es dann gekriegt habe. Und nun hatte ich dann diese riesen Betonplatte und wusste irgendwie nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, da kommen jetzt Hochbeete drauf. Und man sagt ja eigentlich, Hochbeete sollen eben normal auf einem Boden stehen, damit das Wasser ablaufen kann. Nun habe ich das bei mir so gemacht, ich habe die dann an den Rand der Platte gesetzt, da wäre sozusagen das Beet. Und dann habe ich mit einer Flex mir da Rinnen reingeflext, die nach vorne hin tiefer werden, dass sie ein Gefälle haben, sodass das Wasser, was im Beet runterläuft, dann auch im Beet ablaufen kann, damit es da eben keine stauende Feuchtigkeit gibt. Man kann natürlich Hochbeete auch zum Beispiel auf einer Terrasse oder auf einer Dachterrasse einbauen. Da würde man dann einfach gucken, dass man vielleicht den Belag, wenn ich sage mal, ich habe jetzt hier so mein Beet, und dann würde ich vielleicht in den mittleren Teil, da würde ich die Platten unten drunter rausnehmen, den Belag, der auf der Terrasse ist, am Rand, würde ich den lassen, weil dann steht das Hochbeet, also das Holz von dem Hochbeet, steht dann auf einem steinernen Untergrund. Holz, das mit, in direktem Kontakt mit Erde ist, das rottet einfach sehr schnell. Deswegen ist es sinnvoll, so ein Beet durchaus auf so einer steinernen Umrandung stehen zu haben. Und dann kann ich das eben auch auf einer Dachterrasse oder eben einer normalen Terrasse installieren. Ja, hier auf dem Bild sehen Sie, das war auf der Internationalen Gartenschau in Hamburg, die Hochbeete. Die haben eigentlich eine ganz gute Höhe, die sich dann aber dadurch, dass dieser Steg da reingebaut ist, wird die Höhe wieder ein bisschen niedriger. Ne? Und wenn es niedrig ist, dann muss ich mich eben wieder bücken.
Grundsätzlich ist es so, das Wichtigste ist, wenn Sie ein Hochbeet kaufen wollen, dass Sie darauf achten, dass Sie eine vernünftige Materialstärke haben. Also ich sage immer mindestens 3,5 cm, 4 cm oder auch 5 ist natürlich schon relativ viel. Was einfach wichtig ist, weil es darum geht, in dem Hochbeet, wenn ich jetzt ein Standardmaß von Breite 1,25 m und Länge 2 m habe, dann habe ich da über 3 Tonnen Gewicht drin. Und wenn es da auch noch reinregnet, dann drückt Ihnen das auseinander, wenn Sie nicht genug Materialstärke haben. Also manchmal gibt es im Baumarkt so dünne Beetchen, die haben dann so 1,5 cm Stärke. Das kann eben, wenn es dann eine entsprechende Länge hat, kann Ihnen das ganz schnell passieren, dass Ihnen das auseinanderbricht. Wir haben das auf der IGA in Berlin gehabt. Da hatten wir auch draußen Hochbeete aufgestellt. Und dann beim ersten Regen kamen die Besucher alle rein, hier Hochbeet. Man hatte sich das zerlegt und die Erde hatte sich also über den ganzen Boden ergossen. Also das ist wirklich wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie eine gute Materialstärke haben. Dann würde ich immer gucken, dass Sie, wenn Sie eins kaufen, dass Sie Lärche oder Douglasie kaufen, weil das einfach die heimischen Hölzer sind, die ein bisschen haltbarer sind. Ich habe das bei mir anders gemacht, da kommen wir aber nachher nochmal, dann sehen Sie auch das Beet und ich erkläre auch, warum ich das bei mir anders gemacht habe. Wenn Sie aber eins kaufen, würde ich immer darauf achten, dass Sie jetzt nicht so ein Fichtenhochbeet oder sowas kaufen, sondern dass es eben eine vernünftige Holzqualität, Lärche oder Douglasie ist. Es gibt auf dem Markt relativ viele Anbieter, die auch gerade aus dem österreichischen Bereich kommen, die Gebirgslärche anbieten oder auch Gebirgsdouglasie. Die sind dann einfach nochmal, weil die im Gebirge wachsen, die Hölzer einfach nochmal wieder anders. Die sind noch ein bisschen haltbarer. Wie gesagt, Breite sollte nicht mehr als 1,25 Meter sein. Das ist so eine Breite, wo man von beiden Seiten gut bis in die Mitte des Hochbeetes kommt. Im Idealfall sollte man eigentlich auch immer von beiden Seiten, so wie hier, das ist ja praktisch wie ein Hochbeet, dass das von allen Seiten frei zugänglich ist. Wenn es das nicht ist, bei mir ist das auch wieder eine Ausnahme wegen meiner Betonplatte, komme ich halt nur von einer Seite ran. Ich habe es einen Meter breit gemacht und der Meter ist schon knapp. Also ich muss mich schon immer ziemlich hangeln, bis ich auf die andere Seite rüberkomme. Manchmal, wenn es mir dann zu blöd ist, ich habe da ein Staudenbeet dran, dann steige ich ins Staudenbeet. Aber das ist eigentlich nicht die Seite, von der es bearbeitet wird. Die Seite, von der man es bearbeitet, das wäre von hier. Und da muss ich mich bei einem Meter schon ziemlich strecken. Also das ist durchaus relevant, zu gucken, welche Breite man da wählt. Die Höhe sollte ungefähr 75 bis 85 cm sein. Wenn man es selber baut, kann man das ja durchaus noch variieren. Und ich würde es dann immer so ein bisschen der Körpergröße anpassen. Wenn ich jetzt einen großen Mann habe mit 1,85, 1,90, für den ist es sicherlich 85. Wenn ich dann an meine Mutter denke, die irgendwie immer mehr schrumpft und inzwischen Kopf kleiner ist als ich, also bei der wären es wahrscheinlich wirklich 75 cm, die da passend wären. Wie gesagt, wenn man es selber baut, dann kann man es ja individuell ein bisschen anpassen. Und was ich auch schon sagte, das Holz sollte keinen direkten Kontakt zur Erde haben. Das bezieht sich einmal darauf, wie steht das Beet auf dem Untergrund. Und zum Zweiten geht es dabei auch darum, dass man in das Hochbeet rein, wenn es ein Holzhochbeet ist, dass man da nochmal eine Folie reinmacht. In der Regel wird heute die Baunoppenfolie dafür verwendet. Das ist so eine Folie, die hat so runde Knupsis drauf. Die macht man von innen, bevor man die Befüllung reinmacht, tackert man das auf den Rand. Dann ist die Erde nicht direkt in Kontakt mit dem Holz. Und durch die Knupsis entsteht nochmal ein bisschen wie so ein Abstandhalter. Und da kann das Wasser zum einen gut durchlaufen. Und es ist auch noch ein bisschen sowas wie belüftet, dass da eben auch nochmal das wieder ein bisschen abtrocknen kann. Ja, was gehört noch in ein Hochbeet rein? Zum einen ist das ein Wühlmausschutz. Nichts ist ärgerlicher, als wenn Ihre Karotten dann schön anfangen zu wachsen und irgendwann steht da nur noch das Grün und unten ist nichts mehr dran. Das ist dann ein bisschen blöde. Und die Wühlmäuse wissen immer ganz genau, wo es was Leckeres gibt. Also den Weg finden sie garantiert. Insofern, es gibt sogenannte Wühlmausgitter, die haben eine Maschenweite, die ist vielleicht 0,3 bis 0,5 Millimeter. Das kriegen Sie im Fachhandel so zu kaufen, das wird unten ausgelegt und wird an den Seiten ein bisschen hochgeklappt und wird dann da befestigt.
dass die dann von unten nicht reinkommen können. Aber die Regenwürmer und Mikroorganismen und sowas, das kann eben alles durch das Gitter durch. Ja, die zweiten Plagegeister sind die Schnecken, kennen wir alle. Je nach Witterung mehr oder weniger lästig. Also ich habe sie bei mir auch wieder im Hochbeet, weil ich habe keinen Schneckenschutz drumherum und habe also letzten Sommer überhaupt kein Problem damit gehabt, weil auf meiner Betonplatte ist das natürlich sowieso, da müssen sie erstmal hin. Aber dieses Jahr habe ich durchaus ein paar gehabt, die dann das bis nach oben geschafft haben. Das heißt, wer jetzt irgendwo in einer relativ feuchten Region ist oder in der Garten einfach eine relativ feuchte Lage hat, ist es durchaus sinnvoll, außen um das Hochbeet drumherum einen Schneckenschutz einzubauen. Das sind meistens so Gitter, die so ein bisschen gebogen sind. Oder aus Blech ist das, wo die Schnecken dann durch diese Biegung nicht durchkommen. Es gibt ja da auch immer mal wieder was Neues. Die letzten Jahre war es immer Kupfer, da gehen die nicht drüber, das mögen die nicht. Meiner Erfahrung nach interessiert die das mit dem Kupfer nicht so sonderlich, da gehen sie auch drüber. Also alles, was sehr rau und knubbelig ist, mögen sie überhaupt nicht. Also man könnte zum Beispiel so so Streckmetall nehmen, wie zum Beispiel die Komposter, die sind aus so Streckmetall gemacht. Also sowas, wenn man das unten drumherum macht, das mögen sie nicht. Oder man kann ja auch Hochbeete aus Granit bauen, da kommen wir nachher nochmal zu. Da gehen die tatsächlich auch nicht hoch, also das mögen sie nicht. Das ist ihnen zu trocken und zu knubbelig. Also irgendwas, was eben rau ist, wo die sich dann eher dran, ihren Schleim dran abscheuern, das mögen sie nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, sind die da sehr gut drin, auch nach oben in die Beete vorzudringen. Was im Übrigen auch, wer das auch tatsächlich in den Städten ganz gut schafft, sind die Hasen, die springen da hoch. Ne? Also das ist im städtischen Bereich, kenne ich einige Einrichtungen, die haben Hochbeete und die verzweifeln, weil sobald die Leute aus dem Garten raus sind, sitzen die Hasen oben in den Hochbeeten und fressen da alles ab. Ne? Ja, es ist dann wirklich ärgerlich, ne? Weil man macht sich da viel Arbeit und viel Mühe und dann bleibt da nichts. Na, ich habe das mal eine Saison gehabt, das war nicht mit den Hochbeeten, beziehungsweise zwei Saison war das, da war mein Garten noch nicht so richtig abgeschlossen und ich wohne direkt am Naturschutzgebiet und ich hatte dann immer die Rehe im Garten, ne? Und da ist kein Auge trocken geblieben, also da ist nichts gekommen. Ich habe nicht eine Rose gehabt, die ganzen Stauden waren abgefressen, alles was ich an Gemüse hatte. Und die waren mit der Zeit dann auch so zahm, dann kam ich in den Garten, dann lag das Reh da so ganz entspannt und hat ein Nickerchen gehalten und ich, muss ich jetzt aufstehen und gehen? Also ich musste da echt drauf zustürmen, bis die dann wirklich mal abgehauen sind. Die hatten sich da so dran gewöhnt. Also es war wirklich furchtbar. Dann haben wir alles ganz hoch eingezäunt und dann hatten wir es irgendwann im Griff. Ja, was auch noch ein Thema ist, ist die Kante. Also hier ist es so, die Kante ist abgefasst, nennt man das. Also die ist angeschrägt. Das kann man auch beim Holz machen, dass man das so ein bisschen abkante. Das ist dann ein bisschen angenehmer, wenn man da eine Stunde am Hochbeet ist und man ist mit seinem Bauch immer genau, man hört zwar ein bisschen Schwarte, ne, aber das nützt dann auch nicht so viel, wenn man da mal genau auf der Kante liegt. Dann ist es ganz gut, wenn es abgefasst ist oder manche Anbieter haben auch so eine Art Handlauf, was die nochmal da oben drauf anbieten. Also das macht durchaus auch Sinn, sich sowas mit dazu zu gönnen. Ja, das Schöne beim Hochbeet ist, das, was Sie da drin haben, die Bodenqualität, haben Sie im Gegensatz zu Ihrem Garten, haben Sie selber an der Hand, was Sie da für eine Bodenqualität drin haben. Und die Hochbeete werden, ja, ich sagte es schon, auf eine bestimmte Art befüllt. Das ist jetzt hier übrigens eins von meinen Hochbeeten, noch gerade im Aufbau befindlich. Die werden eben lagenweise befüllt. Entschuldigung. Und man fängt eben unten an mit einer Schicht geäst. Ich sage mal so bis zu dem Durchmesser ungefähr, können Sie das nehmen und die werden so waagerecht parallel da reingeschichtet, dickere und dünnere. Und wer es dann gut meint, der besorgt sich noch ein bisschen Hackschnitzel dazu und dann streut er die Hackschnitzel drauf und ruschelt das da so ein bisschen in meine Mistforke und ruschelt da so ein bisschen drin rum. Dann füllen die Hackschnitzel nochmal so die Lücken aus, die entstehen bei den Ästen. Und die unterste Schicht ist einfach die am längsten halten soll. Also grundsätzlich geht es bei der Befüllung des Hochbeetes darum, dass ich über mehrere Jahre in dem Hochbeet immer einen Umsetzungs-, also einen Rotteprozess haben will. Ich möchte, dass da immer
dieser Kompostierprozess über mehrere Jahre in Gange ist. Und das, was eben am längsten hält, ist eben die unterste Schicht aus dem Holz. Die sollte man dann abdecken. Offiziell heißt es immer mit einer umgedrehten Rasensode, also die Grasschicht nach unten. Mein Vater hat sich, als er vor 20 Jahren sein erstes Hochbeet baute, tatsächlich Rollrasen dafür gekauft. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Diese Schicht ist einfach dafür da, das ist das gleiche Thema, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, Holz, das mit Erde in direktem Kontakt ist, rottet schnell. Die unterste Schicht soll die sein, die am längsten hält, damit die Erde von oben mir nicht direkt in die Holzschicht unten reingespült wird mit dem erstbesten Regen, habe ich eine sogenannte Sperrschicht dazwischen. Das ist dieser Rollrasen. Der sorgt dafür, dass die nächste Schicht ist ja dann grober Kompost, dass mir die Erde nicht direkt da durchrutscht. Habe ich lange gebraucht, bis ich es kapiert hatte. Ich habe immer gedacht, was soll das? Aber das hängt wirklich also einfach mit diesem Erde und Holz, wenn das in Kontakt ist, dann rottet das einfach sehr schnell. So hält diese Schicht unten einfach wesentlich länger. Ich bin sehr experimentierfreudig, ich probiere immer alles mögliche Neue aus. Und ich habe bei mir dann, weil ich natürlich keinen Rollrasen kaufen wollte, war ich zu geizig für, habe ich Pappen genommen. Ich hatte immer ganz viel Pappe und ich habe dann so mehrere Lagen Pappe genommen, habe die übereinander geschichtet und habe mit einer Schere so ein paar Löcher reingemacht, dass die Regenwürmer und Mikroorganismen auch noch durchkommen und habe das als Sperrschicht genommen. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgeguckt, wie es aussieht, aber bis jetzt funktioniert es scheinbar ganz gut. Das nächste, was ich bei meinem nächsten Hochbeet ausprobieren will, ist, dass ich ungefähr so eine dicke Schicht Stroh da einbauen werde als Sperrschicht. Weil Stroh ist hohl und Stroh rottet relativ langsam. Also das heißt, es isoliert ganz gut, es lässt aber Wasser durch und es hält aber relativ lange. Und ich denke, wenn man das durch den Erddruck komprimiert sich das ja nachher. Also man wird sicherlich schon erstmal so viel Stroh einbauen müssen, dass man das als Sperrschicht eigentlich auch ganz gut nehmen können müsste. Ich habe es eben noch nicht ausprobiert. Ja, und dann kommt, wie gesagt, eine Schicht grober Kompost. Also das ist, sollte eben auch wirklich nicht durchgerotteter Kompost sein. Das wir dann sozusagen drei Rottestufen haben. Also unten ist das ganz unzerletzte Material, dann kommt der grobe Kompost. Und zum Schluss kommt nachher der feine Kompost, gerne auch gemischt mit Pflanzerde oder mit Oberboden, in den man dann seine Sachen auch aussieht. Und der grobe Kompost, also da müssen Sie mal gucken, wie gesagt, also wenn der ein Dreivierteljahr gelegen hat, dann ist der gut angerottet, dann können Sie das da reintun und dann oben nachher die feine Schicht drauf. Was in den Altenheimen leider gerne und viel gemacht wird, dass die, weil sie keinen Kompost haben, dann nehmen sie Blumenerde da oben drauf. Da rate ich ziemlich dringend von ab, weil Blumenerde ist ziemlich heftig chemisch aufgedüngt, weil da sollen ja den ganzen Sommer die Blumen drinne wachsen. Und wenn ich mir jetzt schon mein Gemüse selber anbaue, dann möchte ich persönlich da nicht so eine chemische Bombe in meinem Beet haben. Dann möchte ich das schon gerne organisch haben. Also deswegen bitte keine Blumenerde, wenn Sie keinen Kompost haben. Man kriegt Kompost mittlerweile auch im Baumarkt säckeweise zu kaufen. Dann gucken Sie, dass Sie Kompost oder sogenannte Pflanzerde kriegen, die eben nicht aufgedüngt ist, dass Sie das da reintun. Ja, dann ist immer noch ganz wichtig, wann Sie das Hochbeet befüllen, sagen wir es mal so. Schlau ist natürlich, das im Winter zu machen, weil dann hat man auch den Gehölzschnitt, den man ja unten reintun will. Also so mache ich das immer, dass ich dann gucke, dass ich das Hochbeet Dezember bis Januar irgendwie mir aufstelle und anfange von unten eben mit dem, was ich im Garten so geschnitten habe, aufzufüllen. Und dann kommt eben die Erdschichten drauf und dann sollte es eigentlich noch mal mindestens 2 Monate Ruhe haben, weil durch Regen und Feuchtigkeit und auch durch normale Mechanik setzt sich das sehr stark. Also meins hat im ersten Jahr gut 40 cm an Höhe verloren von der Bepflanzung. Das wird in den Folgejahren weniger, dann sind das irgendwann noch immer so ungefähr 10, 15 cm, die muss man jedes Jahr oben neu auffüllen. Da würde ich dann auch wieder nur Kompost nehmen, den ich so ein bisschen mit dem, was im Beet noch drin ist, vermische. Dann hat es aber den Vorteil, dass ich mein Beet jahrelang eigentlich nicht düngen brauche, weil ich immer ein sehr gutes Nährstoffangebot habe.
Ne? Also da ist immer genug Nährstoff drin. Da muss ich nicht nochmal extra dazu tun. Also ich habe bei mir tatsächlich nur mit reinem Kompost aufgefüllt, weil ich hatte immer so den Ehrgeiz, ich möchte keinen fremden Boden in meinem Garten haben, sondern ich möchte eigentlich nur das, was in meinem Garten ist. Ich wohne ja nur auch direkt im Naturschutzgebiet. Wollte ich nur das verwenden, was ich in meinem Garten schon drin habe. Und dann hatte ich nur Kompost und das Ergebnis war, ich hatte dann auch das erste Mal, habe ich vorher noch nie gehabt, Brokkoli. Das war letztes Jahr. Ich habe echt Monster-Brokkolis gehabt. Dieses Jahr habe ich mein größter Brokkoli, der war größer als ein normaler Speiseteller. Das war ein riesen Teil. Also der Brokkoli, der mag eben dieses Nährstoffangebot ganz, ganz gerne. Oder auch rote Beete. Ich sehe solche riesen Oschis da drin im Moment. Also da sieht man dann schon, da ist viel Nährstoff drin und das wissen die Pflanzen zu schätzen und dann wachsen die halt auch. Ne? Wichtig ist dann allerdings, dass man guckt, das hatte ich verpennt, dass man genug Pflanzabstand hält, dass die Pflanzen eben auch wirklich so groß werden können. Ja, dazu vielleicht nochmal der Tipp, einen Anbauplan zu erstellen. Sowas habe ich früher nie gemacht, ich habe dann halt immer ausgesucht, wie ich lustig bin. Wenn ich ein Hochbeet habe, ist es aber natürlich so, ich habe eine sehr begrenzte Fläche, auf der ich anbauen kann. Wenn ich ein Bodenbeet habe, ein Bodenbeet ist meistens viel größer. Das heißt, ich habe mehr Fläche zur Verfügung. Bei den Hochbeeten ist es, wie gesagt, begrenzter und da macht es durchaus Sinn, zu überlegen, wie kann ich diese Fläche wirklich effektiv ausnutzen. Und dafür gibt es sogenannte Anbaupläne. Das heißt, ein Anbauplan stellt maßgeblich dar, das, was ich dort reinsetzen will. Also ich mache das auch immer nach dem Mischkulturprinzip. Mischkultur ist so ein Prinzip, wo man guckt, wer mit wem gut kann, also welche Pflanzen gut nebeneinander stehen. Die Zwiebel zum Beispiel hält bei der Möhre die Möhrenfliege fern. Petersilie steht gut neben Tomate und so gibt es halt, da gibt es Listen für, sogenannte Mischkulturtabellen, über die man einfach mal gucken kann, wer mit wem gut kann. Das heißt, ich mache das immer so, ich überlege mir, also ich will jetzt hier Kohlrabi-Salat, Möhren und Erbsen anbauen. Und dann schreibe ich mir daneben, welche Mischkulturpartner ganz gut dazu passen und dann kann man anfangen, das Beet sich entsprechend einzuteilen. Wichtig dafür ist, dass man weiß, was für einen Pflanzabstand man anhalten muss zwischen den einzelnen Pflanzen und auch welchen Reihenabstand ich brauche, damit die Pflanzen eben wirklich, Beispiel mein Brokkoli eben, damit die genug Platz haben, sich eben auch gesund und groß zu entwickeln. Das heißt, ich habe mir, ich glaube, mein Salat ist ein bisschen sehr groß geraten da auf meiner Zeichnung. Aber man kann sich dann eben überlegen, okay, ich habe jetzt einen Meter und dann kann man genau sehen, wie viele Pflanzen man braucht, die man da reinstellt. Weil es ist oft so, man fängt im Frühjahr an auszusehen auf der Fensterbank, dann hat man da 40 Kohlrabis. Aber mal ganz im Ernst, ich bin Single-Haushalt, was will ich mit 40 Kohlrabis? Wann will ich die denn essen? Also, man braucht gerade, wenn man das so ein bisschen mehr einteilt und guckt, so was ist mein Bedarf, dann merkt man, dass man gar nicht so viele Pflanzen braucht, wie man das früher so im Selbstversorgergarten, im Bauerngarten, da wurde dann reihenweise eingesetzt. Aber beim Kohlrabi ist es zum Beispiel so, der ist ja dann auch reif. Wenn ich jetzt 40 Kohlrabis mache, oder selbst wenn ich nur 10 Kohlrabis habe, die gleichzeitig reif sind, dann muss ich wochenlang, jede Woche immer nur Kohlrabi essen. Dann geht das gar nicht weg. Es ist also viel sinnvoller zu überlegen, wie viel brauche ich wirklich und zu gucken, auch wie lange ist die Kulturzeit von einem Gemüse. Also zum Beispiel, wie lange braucht der Kohlrabi und der braucht nicht so lange. Das heißt, wenn ich den früh vorgezogen habe, dann habe ich im Juni meine ersten Kohlrabis. Wenn der rauskommt, dann könnte ich zum Beispiel noch mal eine zweite Kultur ansetzen. Ne, dass ich dann lieber sage, ich mache 2x5 Kohlrabis, als dass ich 1x10 Kohlrabis mache. Und das ist natürlich hilfreich, wenn man eben so eine Mischkultur, wenn man einen Anbauplan macht, dass man sich da eben auch vorher schon überlegen kann, wie strukturiere ich das, von was. Salat ist auch relativ schnell, Radieschen sind die ganz schnellen. Was will ich mehrfach anbauen und was braucht einfach länger, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann irgendwas rausnehme, was früh fertig war, dann kann da nachher dann der Grünkohl oder der Rosenkohl rein im Juni, weil den habe ich im Mai vorgezogen und dann passt der eben nachher da rein. Also das ist eine Wissenschaft für sich und das macht durchaus Sinn, sich da ein bisschen schlau zu machen. Zu diesem Thema Anbaupläne und Mischkultur gibt es ein ganz schönes Büchlein von der Schwester Christa Weinrich aus der Abtei Fulda, wo ich tatsächlich am Donnerstag auch das erste Mal in meinem Leben persönlich war, weil ich war in Fulda und
Die haben da so einen kleinen Klosterladen, da gibt es die Bücher zu kaufen, aber man kann das auch im Internet bestellen und die Abtei Fulda macht seit vielen, vielen Jahrzehnten biologischen Gartenanbau und die geben eben zum Beispiel dieses eine Heft, heißt Mischkultur, kostet ich glaube so um 10 Euro rum und da sind ganz viele Tipps drin und es sind aber auch tatsächlich ganz viele fertige Anbaupläne drin, wo die Schwester Christa Weinrich also auch genau schon sagt, okay, da ist das und wenn das rauskommt, dann kommt dann ab Mai oder Juni kommt dann das und das da rein. Also wer sich da nicht selber rantraut, dem sei dieses Büchlein für 10 Euro empfohlen. Da hat man die fertigen Pläne und dann kann man das direkt übernehmen. Und es sind auch Mischkulturtabellen drin. Es ist vor allen Dingen auch eine Mischkulturtabelle drin mit Kräutern und Sommerblumen. Die findet man sonst sehr selten. Es gibt immer zu den Gemüsen Mischkulturtabellen, aber es gibt selten welche, wo dann eben die Kräuter und die Sommerblumen drin sind. Heißt einfach nur Mischkultur. Schwester Christa Weinrich, Abtei Fulda. Also Abtei Fulda findet man auch direkt in die Internetseite von. Da findet man auch die anderen Produkte von denen. Die haben zum Beispiel das sogenannte Humofix. Das gibt es seit auch an und dazu mal. Das sind so kleine Tütchen, das ist ein Kompostbeschleuniger. Kann man aber auch als Pflanzenstärkungsmittel einsetzen. Da wird der Kompost, da werden die Löcher im Kompost gemacht, dann wird es da reingegossen und dann beschleunigt das einfach die Rotte im Kompost. Achso, nee, nicht zu weit. Ja, dann kann man natürlich im Hochbeet auch verschiedene Sachen anbauen. Das meiste ist ja so, dass man im Hochbeet dann Gemüse anbaut. Man kann aber natürlich auch ein reines Kräuterhochbeet machen. Das mache ich eben hier. Entschuldigung. Das mache ich in Altenheim relativ viel, weil Kräuter einfach sehr dankbar sind. Die kann man das ganze Jahr beernten. Und das ist in Altenheim. Geht es natürlich schon darum, dass ich da mit den Bewohnern auch immer wieder rausgehen kann und irgendwas ernten kann oder was anfassen kann und was riechen kann. Und da sind Kräuterbeete eben einfach sehr dankbar. Man kann mit Kräutern sehr viel machen, man kann eben Tee davon machen, man kann aber auch, ich bin zum Beispiel, ich mache mir immer meine Cremes selber, ich mache Naturkosmetik. Also Kräuter sind sehr vielseitig verwendbar. Und was man eigentlich beachten muss, wenn man ein reines Kräuterbeet macht, dass der Boden nicht so nährstoffreich sein darf. Kräuter mögen es gerne etwas magerer, zumindest diese ganzen Mediterranen, wie Rosmarin, Thymian, Salbei. Also die brauchen nicht so ein riesen Nährstoffangebot wie in den Gemüse. Das heißt, da würde ich in der obersten Schicht wahrscheinlich einfach normalen Oberboden nehmen, also Mutterboden, und den mit ein bisschen Sand aufmischen. Damit magert man den sozusagen ein bisschen ab. Ja, dann kann man Hochbeete natürlich auch noch als Gestaltungselement einsetzen. Hier sieht man, das sind so Kortenstahl oder Kortenbeete. Das ist hier als Begrenzung eingesetzt. Man kann die auch als Sichtschutz einsetzen. Also Hochbeete müssen nicht immer nur rein für den Gemüseanbau genutzt werden, sondern man kann sie wirklich auch als gestalterische Elemente im Garten verwenden. Da gibt es mittlerweile auch ein relativ breites Angebot, auch bei den hölzernen Beeten. Gerade vor ein paar Tagen habe ich auch noch mal so Angebote gesehen. Die haben dann auch so T-förmige Beete. Also da gibt es, wer da sich für interessiert, muss man mal so ein bisschen im Internet recherchieren, gibt es einfach ganz viele Angebote, die man auch entsprechend dann gestalterisch einsetzen kann. Wir haben hier übrigens auch da vorne links und rechts die Beete. Die sind auch nicht mit Gemüse, sondern die sind eben auch mehr Zier. Während das hier ist ja so ein vorne dran, das ist gleich Kräuter und Gemüse. Wobei man da, das können Sie auch mal ausprobieren, wenn Sie rausgehen, hier vorne das ist eigentlich dafür, dass es nur von einer Seite zugänglich ist, probieren Sie mal aus, ist es zu breit, man kommt da hinten nicht an. Ne? Wenn man von unten dran steht, da muss man sich ziemlich strecken. Ja, dann ist bei Hochbeeten auch immer noch das Thema Bewässerung interessant, weil das Wasser folgt ja der Schwerkraft immer deutlich nach unten, das heißt Hochbeete trocknen relativ schnell aus. Und man muss entsprechend für eine Bewässerung sorgen. Entweder kann man das eben mit so einem Bewässerungssystem, das hier ist Gardena, ist immer an dem Schwarz-Orange zu erkennen. Das ist so sozusagen die Markenfarbe von Gardena. Da gibt es so verschiedene Tropfbewässerungen und Sprühbewässerungen, die man eben fest ins Hochbeet installieren kann. Da gibt es auch kleine Bewässerungscomputer zu. Das ist also auch alles gar nicht mehr so wahnsinnig teuer, wie man das noch von ein paar Jahren kennt.
Und was bei Gardena ganz interessant ist, die bieten auch einen Planungsservice mit an. Wer jetzt seinen Garten insgesamt einfach auch mal bewässern möchte, wenn man so im Sommer dann eben auch mal eine Woche in Urlaub fahren möchte und nicht wiederkommen möchte und es ist alles tot im Garten, da ist eben eine Bewässerungsanlage ganz schlau und da kann man sich eben mit Gardena in Verbindung setzen. Die, ich denke, die werden das auch irgendwie berechnen, aber die können einem sowas dann eben auch planen. Ansonsten mein Favorit, was die Bewässerung angeht, ist das Thema Mulchen. Bei mir wird alles gemulcht, habe ich super gute Erfahrungen mitgemacht im Garten. Ich mulche tatsächlich bevorzugt mit Grasschnitt. Da haben viele schlechte Erfahrungen mitgemacht, ich früher auch mal. Also man muss so ein bisschen wissen, wie man es macht. Mache das aber jetzt in meinem jetzigen Garten schon seit vielen Jahren und eben auch die Hochbeete, meine Gemüsekulturen in den Hochbeeten. Sobald die Pflänzchen groß genug sind, kommt der Grasschnitt drauf. Ich mache das meistens so, ich habe so eine Fläche im Garten, wo ich das immer, wenn ich gemäht habe und es ist trocken, dann schütte ich das da erstmal hin. Und dann lasse ich es da ein paar Tage liegen und gehe da immer mal mit der Mistforke so durch, dass das ganz gut antrocknet. Und wenn es angetrocknet ist, dann können Sie es ganz prima verwenden. Wenn es zu nass ist, also das, was bei Grasschnitt und Mulch nicht funktioniert, ist zu nass und zu dick. Machen Sie nicht so eine Schicht Grasschnitt. Das stinkt ganz fürchterlich. Das gibt nämlich dann, wenn das Gras so dick zusammenliegt, gibt es eine sogenannte anaerobe Gärung, also eine Rotte ohne Sauerstoff. Das heißt, das schimmelt. Und dann sind da überall, das kennen Sie bestimmt vom Kompost oder so, dann ist so eine weiße Schicht dazwischen und das müffelt. Das ist eben, dann liegt es zu dicht. Und wenn es angetrocknet ist, dann bappt es nicht so doll zusammen und es darf halt auch nicht zu dick sein. Also ich mache meistens erstmal so, das rottet dann sowieso nachher zusammen. Und es ist, wenn es dann zusammen trocknet, dann gibt es so richtig wie so eine Pappschicht da oben drauf. Die kleben alle zusammen und es liegt dann auf dem Boden. Das heißt, das ist eben prinzipiell beim Mulch so, wenn man Mulch drauf hat, die Feuchtigkeit wird im Boden gehalten, also sie müssen wesentlich weniger wässern. Diese zusammenhängende Schicht verhindert, dass die Unkrautsamen zu stark auflaufen. Es kommt natürlich immer ein bisschen was durch, aber es ist deutlich weniger als ohne. Und der Boden bleibt halt auch schön locker. Ne? Also man hat wesentlich weniger Arbeit und es, mit der Zersetzung düngt es natürlich gleichzeitig auch, es bilden sich neue Nährstoffe im Boden. Also ich mache das sehr viel. Also bei mir kommt Grasschnitt überhaupt nicht weg, der wird immer irgendwo verarbeitet. Die zweite Variante mit Mulch ist Rindenmulch. Den gibt es in zwei verschiedenen Körnungen. Es gibt einmal so diesen groben Rindenmulch und dann gibt es so einen ganz feinen. Der grobe, der hält natürlich wesentlich länger als jetzt der ganz feine. Ich nehme allerdings immer den feinen, weil ich mache den groben im Beet nicht leiden zwischen meinen Stauden. Ich nehme immer diesen ganz feinen und den muss man tatsächlich nach 2 Jahren dann auch immer nachfüllen. Wichtig ist, da muss man also mindestens so eine Schicht von 4 cm Dicke muss man auftragen, damit das was bringt. Viele streuen dann nur so ein bisschen drauf, das bringt überhaupt nichts, das ist nach 3 Monaten weg. Also Sie müssen schon wirklich eine Auflage von 4 bis 5 cm, sagt man eigentlich immer, draufstreuen. Das zweite, was man beim Rindenmulch wissen muss, ist, der verbraucht bei der Zersetzung Stickstoff. Das heißt, er entzieht dem Boden Stickstoff. Stickstoff ist aber ein ganz wichtiger Nährstoff, der für das Wachstum von den Pflanzen gebraucht wird. Das heißt, bevor ich meinen Rindenmulch ausbringe, streue ich erstmal organischen Dünger drauf. Wenn ich den Rindenmulch draufliegen habe, kann ich auch im Frühjahr auf den Rindenmulch draufdüngen. Im Regen spült es auch mit der Zeit ein. Das ist so das, was man einfach bedenken muss. Wie gesagt, der Rindenmulch verbraucht sonst einfach den Stickstoff und dann fehlt es unter Umständen den Pflanzen nachher beim Wachstum. Die dritte Variante fürs Mulchen kennt kaum einer, ist Stroh. Stroh funktioniert, man kennt es von den Erdbeerfeldern, da wird es reingetan, um die Erdbeeren trocken zu halten. Das heißt, da kann man schon dran erkennen, das hat eine sehr gut isolierende Eigenschaft. Es ist hohl, dadurch isoliert es ganz gut durch diesen hohlen Halm und es rottet relativ langsam. Also es bleibt einem relativ lange erhalten. Nachteil ist, es weht einem natürlich immer so ein bisschen das Stroh durch den Garten. Also man findet dann auch mal einen Halm da, wo man ihn nicht hingetan hat. Was ich persönlich jetzt aber nicht so schlimm finde.
Aber ich habe zum Beispiel unter meinen Himbeeren letztes Jahr alles mit Stroh gemulcht und das funktioniert wunderbar. Da hat man da auch nicht so viel Theater von. Und es ist auch nicht so teuer. Ne? Kauft man Ballen Stroh für 5 Euro, da kriegen sie einen halben Garten mit voll. Also das würde man das auseinander nehmen, wird das ja immer mehr. Und also das funktioniert auch wunderbar. Ja, dann nochmal ein paar Worte zum Dünger. Also wie gesagt, im Normalfall braucht man eigentlich im Hochbeet, wenn man mit Kompost nachfüllt, nicht düngen. Manchmal, wer eben jetzt keinen Kompost hat, muss man dann vielleicht doch mal düngen. Da würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, einen organischen Volldünger zu nehmen. Bitte kein Blaukorn aufs Gemüsebeet. Also das finde ich einfach unpassend. Auf dem Stauden kann man es ja gerne machen. Im Beet immer einen organischen Volldünger nehmen. Und ich gestehe, das, was da im Moment so im Handel ist, von Erdbeerdünger, Johannisbeerdünger, Tomatendünger, Buchsbaumdünger und, halte ich für totalen Blödsinn. Also bei mir gibt es einen organischen Volldünger und damit wird alles gedüngt. Ob das nun Beerenobst oder Stauden oder Gemüse ist, da sind überall die gleichen Nährstoffe drin. Das ist also ein minimaler Unterschied von dem Nährstoffgehalt, der da drin ist. Also das ist schlicht und ergreifend Geschäftemacherei. Also das kann man sich wirklich schenken. Wie gesagt, also das läuft immer unter organischem Volldünger und da gibt es eben von Coxin ein. Coxin, finde ich, ist mal so ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln, der ist auf Hühnerdungbasis und man weiß natürlich nicht, aus welcher Hühnerfarm das Ganze kommt, was da so an Antibiotika und Hormonen und so weiter drin ist. Deswegen bin ich mit dem immer so ein bisschen, Ich habe den früher, da gibt es auch einen Rasendünger von, den habe ich ganz viel verwendet, das riecht dann immer ordentlich nach Landluft, wenn es mal ein bisschen feucht wird. Der wächst auch gut, aber wie gesagt, bei Gemüse bin ich da so ein bisschen skeptisch. Dann auch schon seit urlangen Zeiten auf dem Markt ist die Firma Oskorna. Und da ist Oskorna Animalin, ist eben so ein ganz altgediegener organischer Volldünger. Gibt es auch in jedem Baumarkt. Und so ein bisschen die Bios sind, ist die Firma Neudorf. Von denen gibt es viele gute Produkte, auch zum Beispiel gegen Läuse und gegen Schnecken und so weiter. Und die haben eben auch einen Garten- oder auch einen Veggie-Dünger. Die kann man auch ganz gut nehmen. Wie gesagt, ist eben nur der Fall, wenn man denn wirklich mal Dünger braucht. Aber normalerweise im Hochbeet braucht man das eigentlich nicht. Dann habe ich hier nochmal zwei Zeichen, kommt gleich noch eine, wie meine Hochbeete gebaut sind. Also ich habe da einfach nur die Eckpfosten. In der Mitte, hatten Sie ja gesehen, habe ich nochmal eine Querstrebe drin gehabt. Und dann werden von außen, es ist Innenansicht, Außenansicht, von außen werden die Bretter einfach auf die Pfosten geschraubt. Ich finde es durchaus sinnvoll, die Schrauben nochmal mit Unterlegscheiben zu belegen, weil ich war natürlich auch so dabei, mit dem Bohrer, ne? Und zack, waren die Schrauben auch immer schon im Holz drin. Ne? Also ist ganz sinnvoll, eine Unterlegscheibe zu verwenden, dann läuft man nicht so Gefahr, das einfach die Schrauben zu weit reinzubohren. Weil dann, wenn es irgendwann mal anfängt zu rotten, dann rutschen die natürlich auch schnell wieder raus. Dazu gibt es, ich habe das jetzt vorher nicht mehr geschafft, zu diesem Beet habe ich einen Download auf meiner Internetseite, der wird jetzt demnächst eingestellt, da gibt es einen kostenpflichtigen Download, es wird ein paar Mark kosten, aber da gibt es dann eine mehrseitige Anleitung zum Bau von den Hochbeeten mit Fotos drin, mit Zeichnungen drin, wie man befüllt, das steht da alles nochmal drin. Wie gesagt, ich habe das im Moment noch nicht geschafft, aber das wird dann irgendwann, wenn ich nächste Woche zu Hause bin, wird das auf meiner Internetseite sein. Dann kann man sich das da runterladen. Ja, das ist mein Hochbeet nochmal von außen. Unten habe ich mir einen kleinen Fauxpas erlaubt, da habe ich ein Brett verkehrt rum eingebaut. Das Dunkle nach außen. Hier kommt auch nochmal, warum meine Beete so schwarz innen drin sind. Ich habe ja vorhin gesagt, normalerweise kommt von innen dann nochmal so eine Baunoppenfolie rein, um das Holz von der Erde zu trennen. Nun gibt es aber eine sehr alte Technik, die hat man früher hier bei uns zum Beispiel für Weidefehle verwendet. Die hat man unten angekohlt, bevor man sie in die Erde getan hat, weil das angekohlte Holz nicht mehr so anfällig für die Erde ist und nicht so schnell rottet. Und da ich nicht so ein Plastikfreund bin, habe ich gedacht, ach, ich probiere das einfach mal aus. Und ich habe meine Bretter halt alle mir vorher hingelegt und dann gibt es ja diese Gasabflammer, wo man so Unkraut mit abbrennen kann. Und dann habe ich die Dinger damit verkokelt.
Und dann sieht das halt so aus. Ne? Dann sind die jetzt eben schwarz von innen. Und ich bin mal gespannt, wie lange es hält. Also ich weiß es nicht. Und ich habe halt auch keine Lärche und keine Douglasie verwendet, sondern ich habe Schalbretter mir gekauft. Die sind im Holzfachhandel erhältlich. Die haben eine Stärke von 4 cm. Oder also Schal- bzw. Gerüstbohlen sind das eigentlich. Die werden auf diese, auf die Baugerüste drauflegen. Die sind halt richtig dick. Die sind relativ günstig. Da kostet das für das 2 Meter Hochbeet, hatte ich jetzt gerade für meinen Downloader ausgerechnet, mit Schrauben und Pipapo und Wühlmausgitter unten drin, kostet das für ein Hochbeet 100 Euro. Das kriegen sie mit keiner Lärche und keiner Douglasie hin. Und dann habe ich gedacht, naja, hier, die sind übrigens, das ist auch Gerüstbohle, ne? Die sind auch so dickes. Habe ich gedacht, wenn die jetzt 5-6 Jahre halten, dann ist mir das bei 100 Euro auch egal. Ne? Und es ist eben, selbst wenn ich jetzt eins, also die Lärche und die Glasgebete, die kosten halt in der Regel 500-600 Euro in der Größe, wenn ich sie dann kaufe. Das ist dann schon wieder anders, also wenn ich nur das Holz kaufe, ist es halt ein bisschen weniger, aber es ist deutlich mehr. Und auch die rotten irgendwann, ja, es ist halt Holz, hält halt nicht ewig. Ne? Also das einfach mal so als Idee, muss man mal ausprobieren. Ich weiß nicht genau, wie lange es hält. Schalholz, nein, die Gerüstbohlen, die sind nicht behandelt. Das ist ja nichts. Nee, das ist nicht. Also meine Nachbarin hat imprägniertes Holz genommen, das würde ich nicht nehmen. Ja, also würde ich auch nicht, weil da weiß man auch nicht, die Holzschutzmittel, die gehen im Laufe der Zeit auch in den Boden über. Also das wäre meins auch nicht, aber deswegen die Gerüstbohlen, die sind nicht behandelt. Hier haben wir nochmal eine Alternative eines unkaputtbaren Beetes, sage ich mal, aus Granit gebaut. Granitratenkanten sind ungefähr 8 cm dick, 20 cm breit. Da muss man immer ein Drittel der Höhe muss man in den Boden einsetzen. Also ich sage mal 30 cm rein und 60 oben drauf. Oder 1, 2, 3, 30, 60, 90. Dass man das eben, wie gesagt, damit das stabil ist. Das sind Beete, die werden Ihnen halt niemals kaputt gehen. Man muss von innen einfach, weil die nicht so ganz glatte Kanten haben, die sind ein bisschen spaltrau, die Ränder, da muss man von innen ein Vlies reintun, dass durch die Ritzen die Erde nicht so rausrutscht. Da ist es wichtig, es gibt ja häufig so in diesen Norma und die Billigmärkten gibt es so Gartenvliese, so Rollen mit so schwarzen Gartenvlies. Da lassen Sie bitte die Finger von. Also das haben Sie noch gar nicht ganz im Hochbeet drin, da ist es schon kaputt. Das reißt, ist so dünn, das reißt durch. Im Fachhandel gibt es Fliese, die sind so aus einem Polyester-Endlosfaden gesponnen, die sind wasserdurchlässig, aber die sind reißfest, die gehen nicht kaputt, die kann man auch unter Kieswege und Einfahrten machen. Also wenn Fließ, dann bitte so eins, das können Sie da reinmachen und das hält dann auch. Ne, das geht dann nicht kaputt. Ja, das Schöne bei den Granitbeeten ist, also hier sind sie ja quadratisch gebaut, das sind Kräuterbeete in einem Altenheim. Man ist von der Form her einfach freier. Also ich kann dann auch 2,50 Meter machen, da muss ich keine Angst haben, dass mir das auseinanderbricht vom Erddruck, weil der Granit, der hält das. Und wenn man es mal ausrechnet, also der Granit ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel teurer, als wenn Sie das aus einem guten Holz machen. Also es ist durchaus eine Überlegung wert zu sagen, man baut sich so ein Granithochbeet, da hat man dann lange Jahre was von. Und, ich habe ein Hochbeet aus Pflanzstein. Und außenrum habe ich in den Pflanzstein habe ich die Kräuter drin. Genau, ich das geht das auch. Super. Mhm. Diese Hohlsteine, ne? Ja. Die gibt es, die Hohlsteine, die gibt es auch, die sind in Richtung relativ schmal. 20 mal 30. Ja, also es gibt, meistens kennt man die ja in groß und rund, aber es gibt die auch in eckig und in langs und dann haben die innen drin nicht viel Platz. Das ist auch ein Hochbeet, was hält. Das ist eine feine Sache mit oben drin, die Kräuter. Kräuter nochmal. Ja, da muss man, das Problem dabei ist natürlich, ich habe dann 20 und 20 Zentimeter, oder nee, was haben die, 10 haben die Breite, ne? Man hat durch die Breite von den Steinen, geht einem natürlich von der Fläche in der Mitte ein bisschen was verloren. Dafür habe ich dann Platz für die Kräuter. Kräuter, das stimmt natürlich. Und es hält. Es hält. Haben Sie ein Fundament unten drunter? Was haben Sie das? Einfach auf den Boden gestellt? Das hat mein Mann gemacht. Also okay. Das weiß ich nicht genau. Weil an und für sich muss man, wenn man mit den Pflanzsteinen arbeitet, wäre es ganz schlau, dass man entweder unten nochmal eine Platte drunter legt oder dass man ein kleines Fundament macht, weil die haben ja auch Gewicht und wenn es nass wird und so, dann verrutscht ihnen das gerne.
Deswegen also Platte oder Fundament drunter, aber dann geht das mit den Pflanzsteinen auch. Ich hatte mir das auch schon überlegt, ob ich das einfach, weil ich probiere mal das aus, dass ich mir mal eins aus diesen Pflanzsteinen bauen wollte, weil das geht eben auch nicht kaputt. Ne? Das hält ineinander. Und man kann es verschieden lang machen. Genau, die Größe. Da ist man auch nicht so festgebunden. Unter Umständen kann ich mir vorstellen, 10 Meter. Ja, kann man damit, weil es hat, ist einfach stabil. Ne? Bloß, wie gesagt, wichtig ist, dass da was unten drunter ist. Ja, hier haben wir nochmal zum einen den Strohmulch, das ist bei mir im Garten. Ja.